Hallihallo zurück, willkommen in Welt 2. Los geht's. Blopp. Stimmt, ja, wir können auch schwimmen. Und der ist auch nervig. Ah, der hat auch ein relativ einfaches Muster. Rechts und links und rechts und im Kreis und rechts und im Kreis und rechts und au. Gut, vielleicht ist das Muster einfach, aber es ist trotzdem blöd auszuweichen. Au. So, ich zoome mich jetzt auf den drauf. Ich booste mich drauf, wow. Na oh, toll, Hand angegriffen. Oh. Jetzt ist er doch bestimmt bald kaputt. Ja, jetzt ist er kaputt. Brüms. Einmal voll mit Explosionen in den Abgrund. Und weiter geht's. Und die Musik in den Level ist total ober drüber. Ich finde, die ist toll. Ich mag die sehr. Aber ich weiß, dass es in den Level den beklopptesten Zwischenboss gibt. Also zumindest finde ich den total furchtbar. So, erstmal hier hoch. Ah ne, erstmal die weg. Gut. Ich nehme nur eins. Wer weiß, was noch kommt. Die mache ich weg. Wow, wow. Okay. Und ep. Und ep. Und ep. Gut. Ach super, mit 5 Leben sind wir schon auf der sicheren Seite. Und bäm, rüber. Okay, jetzt kommt eine ganz tolle Ebenenspielerei. Ich finde die total geil gemacht. Jetzt sind wir hinterm Wasserfall. Und alles, was davor ist, kann uns total egal sein. Und die Hindernisse dahinter sind total harmlos. Und immer wenn wir auf so eine Plattform springen... Immer wenn wir auf so eine Plattform springen, wollte ich sagen, wechseln wir die Ebene nach vorne oder hinten. Und dieser Boss macht das Gleiche. Und ich glaube, der richtet sich... Autsch. Sogar nach dem, was wir machen. Aber ich habe keine Ahnung, wie man springen muss, damit der entweder dauernd ausweicht oder einen trifft. So, okay. Wenn er gerade hoch macht, dann geht das mal noch. Aber... Wenn er dauernd so... Au! Mit Wechsel... Wie habe ich ihn jetzt getroffen? Egal, also immer wenn er so komisch wechselt, weiß ich nicht, wie ich ihn treffen soll. Das... Keine Ahnung. Los! Boah, das war heldenhaft ausgewichen. Das war nicht mal geplant. Mist. Nein. Ja, genau. Und das war gerade zu viel für mich. Getroffen. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich muss den Gegner machen auf hart. Autsch. Ohne getroffen zu werden. Wie mache ich das? Wie treffe ich den? Keine Ahnung, egal. Wie soll man den schaffen, ohne getroffen zu werden? Das ist für mich unvorstellbar. So, kaputt ist er. Und rüber. Und heilen können wir uns auch. Perfekt. Schaffe ich das? Gut. Dann wohl nicht. Und rein in die gute Stube. Jetzt beginnt ein Teil, wo ich anfangs dachte, der wird blöd, aber ist eigentlich ganz nett. Und zwar der Unterwasserlevel. Und anders wie bei Sonic haben wir aber unendlich viel Luft. Das ist sehr, sehr praktisch und das begrüße ich sehr. Bonk. Okay, und jetzt hier rüber. Super. Perfekt, perfekt. Bäm. Wow, okay. Gut. Und hoch. So, jetzt hol ich mir noch die Banane, dann sind wir wieder voll. Und dann geht's wieder ins Wasser. Yeah. Au. Ich sollte die Sache langsamer angehen. Wow, das war knapp. Ja, die fallen alle runter, wenn wir exakt runter sind, aber das muss ja nicht sein. Okay. Und das hier ist eigentlich auch total simpel, aber irgendwie habe ich das schwere in Erinnerung gehabt. Also ich habe das ja schon mal mehrmals gespielt wieder als Kind und dann so, aber irgendwie... Es wurde immer leichter, je häufiger ich es probiert habe. So, und das ist auch extrem cool. Also wenn wir halt über den Hügel fahren, fliegen wir hoch und wenn wir uns ducken, ist das nicht der Fall. Und die Schilder, die sagen uns, wann wir uns zu ducken haben. Und jetzt können wir uns auch bewegen auf dem Ding. Keine Ahnung, wie es funktioniert einfach. Und der Teil ist total langweilig irgendwie. Weil die machen einfach nur immer das Gleiche. Die kommen vielleicht zweimal von links und zweimal von rechts, aber... Das ist lame. Das ist so lame. Ich meine, da hätten auch 4 gereicht. Und nicht 8 oder wie viel das sind. Aber ich finde die Musik hier, auch wenn die total nervig zirkusmäßig klingt, irgendwie cool. Vor allem, weil die später total groovig wird. So, wenn die so blinkt, können wir davon abspringen. Das müssen wir auch machen, sonst sind wir tot. Uai. Ducken. Ui. So, und ep. Den Teil der Musik meine ich. Der geht so ab, der ist total geil. So, ducken. Ducken, 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 ducken. Und rum. So, und hep. 1, 2, 3, 4. Kann ich noch ein bisschen warten? Ja. 5. Nein, Mist, die fallen mit. Oh, wer programmiert denn sowas? Nein! Oh Gott! Okay, jetzt spiele ich total grottig gerade. Okay. Ah, noch einer. Und noch einer. Und noch einer. Oh, wie viel kommen denn da noch? Okay, das war's. Oh mein Gott!
Der Hühnerstall ist leer und mich verfolgt ein Huhn. Oh nein! Ich nenn's Hugo. Hugo kommt jetzt mit. Hugo ist cool. Hugo kommt mit uns zum Boss. Der ist nämlich schon da. Und ep. Mit Hugo an unserer Seite kann uns nichts passieren. Ep. Bang, bam, 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 bam. Ep. Ja, der Endgegner in diesem Level ist eine Lok. Ep. Und eigentlich ist sie gar nicht so schlimm. Oh Mist. Das hab ich kommen sehen. Nein, Hugo geht weg. Hugo, bleib hier. Ich gehe mal kurz zur Seite. Ich glaube, das Ding trifft einen, auch wenn es schon am Explodieren ist. Darum möchte ich lieber nichts riskieren. So, und den Boss finde ich eigentlich auch ziemlich kreativ gemacht. Auch wenn er jetzt ziemlich schwer wird. Denn jetzt müssen wir die Hände treffen und die stehen nicht wirklich still. Und wenn wir die Hände aber berühren und sie vorher nicht treffen, dann fügen sie uns halt Schaden zu. Das ist relativ dumm. Also für uns ist das dumm. Das ist natürlich echt gut programmiert und auch schwer für den Boss, aber ja, ja. So, jetzt greift er sich gleich uns mit einer Hand und jetzt mit der anderen. Bam, bam, Mist. Ja, den Rückweg sollte ich einkalkulieren. Achso, Mitte, Mitte, Mitte. Rüber. Ach Gott. Mhm, mhm. Ich hatte das Muster zwar mal früher im Kopf, aber irgendwie kam es jetzt alles zu spät wieder zurück in Erinnerung. Und bam, spring. Gut, bam, bam, bam. Gut, Hände kaputt. Fein, jetzt geht's nur noch in die letzte Phase. Jetzt kann er auch nicht mehr viel. Und in der letzten Phase ist es besonders gut, wenn man nah an ihm dran steht. Da kann er relativ wenig, weil er schießt nämlich jetzt diese Kugeln auf uns. Aber das habe ich gut gemacht. Ja, und wäre ich da jetzt schon näher dran gewesen, hätte mir das nichts getan. Und wenn wir aber zu nah an ihm dran stehen, kriegen wir natürlich Schaden vom Berühren. Aber der kriegt so viel Schaden dadurch, dass wir ihn pausenlos treffen. Das ist eigentlich kein Problem. Yeah, kaputt. Explosionen. Wow. Wow, ich hatte nur noch ein Herz. Boah, warum sagt mir das keiner? Das ist ja gruselig. Und ich gehe da total gelassen ran. Okay. Gut, aber auf jeden Fall haben wir es geschafft, immerhin. Dann würde ich mal sagen, Herzen voll. Und bis zum nächsten Mal. Euer Elik.